12 Jahren verbringe ich jeden Winter hier in der Sonne, im sonnigen Kalifornien oder in der Florida, irgendwo bei schönem Wetter. Und warum? Weil ich es kann, weil es mein Business mir möglich macht. Und es ist unglaublich, wenn du dein Geld von überall verdienen kannst, dann kannst du da arbeiten, da sein, wo du sein willst. Du bist nicht gezwungen, in kalten Winter zu sitzen, wenn du das nicht willst. Wenn du lieber ein Sonnenkind bist, so wie ich, und lieber den Sommer genießt, die Sonne genießt, dann kannst du das auch im Winter. Und kannst in Ruhe hier am Strand, im Hotel, in dem Apartment, was du gemietet hast, arbeiten. Und das ist eine ganz, 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 ganz feine Sache, nämlich da zu sein, wo man sein will, das zu tun, was man tun will und einfach frei zu sein und du selbst zu sein und so zu handeln, wie du handeln willst und so zu arbeiten, wie du arbeiten willst, so zu leben, wie du leben willst. Und genau das machen wir jetzt möglich mit Digital Moneymaker. Gibt es auch für dich die Möglichkeit, dein Einkommen, weil das alles, was dich davon abhält, das selbst zu tun und da zu sein, wo du willst, in der Sonne zu sein im Winter, ist dein Einkommen. Du musst Geld verdienen. Ja? Du musst Geld verdienen und deswegen sind die meisten nicht da, wo sie sein wollen, sondern da, wo sie sein müssen, um ihr Geld zu verdienen. Und wir von Digital Moneymaker geben dir jetzt die Möglichkeit, genau diese Sache aus dem Weg zu räumen und dein Geld im Internet zu verdienen, dein Geld mit deinem Laptop zu verdienen. Von dort aus, wo du willst. Das kann in Deutschland sein, das kann zu Hause sein, das kann überall sein, wo du willst. Das kann aber auch am Strand sein, das kann hier in der Sonne sein. Dort, wo du willst, arbeite und lebe dort, wo du willst. Ich lebe auch in Deutschland, aber im Winter verdrücke ich mich gern in die Sonne, dorthin, wo es warm ist, dorthin, wo es schön ist und lebe und arbeite hier. Und das ist einfach eine super coole Sache, das musst du mal erlebt haben. Und die Möglichkeit geben wir dir jetzt, Digital Moneymaker Club. Schau es dir an und werde zeitlich, örtlich und finanziell frei und lebe endlich das Leben, was du dir vorstellst. Und schau doch einfach mal hier. Wäre das was für dich? Februar, März, April, oder? So lässt sich das Leben. Das ist auch für dich möglich. Sei jetzt dabei. Das sind immer Menschen, die sind schlauer als du. Da gibt es Menschen, die sind dümmer als du. Da gibt es Menschen, die machen mehr Geld als du. Da gibt es Menschen, die machen weniger Geld als du. Und alle haben irgendwo großen Erfolg. Und du musst dich mit solchen erfolgreichen Menschen umgeben. Das ist einfach ganz, ganz, ganz essentiell für deinen Erfolg, für dich, für dein Leben, dass du dich mit Menschen umgibst, die am besten mit schlaueren Menschen als du. Es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn du der schlaueste Mensch im Raum bist, dann wechsel ganz schnell den Raum. Und für mich ist es immer ganz, ganz extrem zu sehen, wenn ich in so ein Warroom-Meeting komme und da sitzen Leute, die sind ganz, ganz oben mit ihren Unternehmen in den Inc. 500, also den 500 schnellst wachsenden Unternehmen in Amerika. Oder was läuft im Business, was funktioniert gerade, was kann man noch besser machen, was sind die Trends, was sind die neuesten Kicks, was ist das, was am besten vorwärts geht. Und mit den Menschen sich auszutauschen, das ist unglaublich wertvoll, das challenged mich. Also mein Business, was ich habe, ist ein super cooles Business. Wir machen einen sehr, sehr hohen siebenstelligen Umsatz pro Jahr und alles ist perfekt. Und zu Hause in Deutschland fühle ich mich wie richtig gut was geschafft. Und dann komme ich hierher und umgebe mich mit diesen Menschen, die so brillant sind, die so Riesen-Businesses laufen und merke einfach, okay, hier ist für mich extrem viel Wachstum, da ist noch viel Potenzial. Und mit so einer Gruppe, da challenge man sich auch gegenseitig und setzt sich neue Ziele. Und und dann kommt man halt 3 Monate später wieder und okay, muss halt liefern. Okay, was habe ich gemacht in dem